Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Video ist vielleicht ein bisschen spezieller, worum es halt eben gehen wird. Aber zunächst mal ganz an Anfang. Die Leute, die ein bisschen länger dabei sind oder die halt eben mal in die Videobeschreibung von diesem Kanal hier geschaut haben, werden sicherlich die Webseite kontoholz.de mal irgendwie am Rande gesehen haben oder halt eben in einem Video, wo ich halt mal was drüber erwähnt habe. Hier nur mal eine kleine Information. Ich spreche öfters von unserer Webseite, obwohl es im Prinzip ja meine Webseite ist. Das mache ich aber mittlerweile nur aus dem Grund, weil da halt eben ein Team dahinter steckt, damit das Ganze halt eben funktioniert. Ich will nicht nur das Ganze auf mich projizieren, da soll man so ein bisschen sehen, dass halt auch noch ein paar mehr Leute halt eben dahinter stehen, damit das Ganze halt eben funktioniert. Aber im Prinzip ist es meine Webseite, aber wir kümmern uns halt eben, wenn eine Bestellung eingeht, dass das Ganze halt möglichst schnell zu dir nach Hause geliefert wird. In dem heutigen Video soll es um Drechseleisen gehen, denn ich habe mir vor ein paar Wochen, Monaten was in den Kopf gesetzt, was ich jetzt halt auch eben machen werde. Und zwar sind das eigene Drechseleisen. Drechseleisen, die ich komplett selbst herstelle, hier in der Werkstatt. Und zunächst einmal, was ist denn das für ein Drechseleisen und warum habe ich mich dazu entschieden? Wann immer ich einen Drechselkurs gebe, sprechen wir ja natürlich auch über die Drechseleisen, weil das ist ja essentiell. Und dann zeige ich auch immer in meiner Schärfstation, die steht da neben mir, die zweite Schublade. Und zwar ist das die Schublade mit den Drechseleisen, größtenteils von meinem Großvater, die der früher mal benutzt hat. Ich sag mal so, vor 30, 40 Jahren war vielleicht das Drechseln ein bisschen anders, weil zumindest bei meinem Großvater war das halt eben so, dass halt eben dort mehr Schaber benutzt wurden. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so stark der Fall, gerade wenn man sich YouTube-Videos anschaut, gerade diese kürzeren Schaber, wie ich sie euch gleich zeigen werde, werden da nicht so oft benutzt, weil es, glaube ich, gar nicht wirkliche Ansprechpartner gibt, wo man die halt eben herbekommen kann. Deswegen, die ganzen Drechseleisen, die ihr gleich seht, sind halt auch eben selbst gebaut von meinem Großvater. Das hier ist die Schublade. Und da seht ihr erstmal, dass viele Drechseleisen relativ ähnlich sind vom Grundgedanken her. Aber ein Drechseleisen habe ich in der Vergangenheit eigentlich bei fast jedem Projekt, wenn man sich auch mal die alten Drechselvideos anschaut, benutzt. Und zwar ist es das hier. Das ist ein Schaber, bei dem mir mein Vater sogar noch gesagt hat, dass mein Opa den eigentlich mit am meisten benutzt hat. Und deswegen habe ich das Werkzeug sowieso schon immer ein bisschen mehr gemocht, weil mein Großvater das auch immer sehr, sehr gerne benutzt hat. Und man muss auch einfach sagen, das ist ein super praktisches Werkzeug. Es ist sehr kompakt. Man kann damit den Rezess feiner ausdrehen. Man kann damit kleine Rundungen drehen. Man kann damit Detailarbeiten machen. Und generell ist es ein Werkzeug, was super, super praktisch ist. Ich werde euch später, wenn die Drechseleisen fertig sind, werde ich sie euch mal ein bisschen im Detail zeigen. Aber so ist im Prinzip hier oben meine Variante jetzt am Schluss geworden. Ich habe mich da relativ stark an dem Design ist ein bisschen hochtrabend, an der Form von dem Drechseleisen von meinem Großvater orientiert, weil mir das halt einfach immer richtig gut gefallen hat. Und wegen dieser ganzen Kombination, dass derzeit viele Drechseleisen schwer lieferbar sind, es extrem lange Herstellungszeiten gibt und es halt einfach im Moment ein bisschen schwierig ist, an Drechseleisen ranzukommen, habe ich mich dazu entschieden, dass ich die jetzt hier selbst drin herstellen werde. Die Lieferzeit vom Rohmaterial, die ist überschaubar und alles andere hängt dann quasi von mir ab. Ich stelle das Ganze dann her, ich muss nicht auf andere Lieferanten warten, bis ich halt eben Material bekomme. Und deswegen werde ich euch im heutigen Video zeigen, wie ich die ersten 10 Stück für einen Online-Shop halt eben herstellen werde. Ihr werdet sehen, wie ich das von A bis Z halt eben von Hand drechsle, herstelle und so weiter und so fort. Die ersten 10, die sich entscheiden, sich so ein Drechseleisen zu holen, werden auch übrigens eine Nummerierung bekommen. Das heißt, die ersten 10 Drechseleisen werden später am Laser von 1 bis 10 durchnummeriert. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, die ersten 10 wirklich zu bekommen und ihr seht auch dann genau, welche Stückzahl oder welches Teil ich dann halt nach und nach hergestellt habe. Das war so der Gedanke dabei. Wenn das Video hier online ist, dann könnt ihr unten in die Videobeschreibung schauen, denn das ist dann auch der Tag, wo das Ganze verfügbar sein wird. Und genau, wenn ihr euch entscheidet, euch so ein Drechseleisen zu holen, dann werden wir uns darum kümmern, dass ihr das Ganze halt natürlich auch möglichst schnell bekommt. Also, ich würde sagen, wir schneiden ein bisschen Holz zu. Wie ist denn eigentlich der Griff so dunkel geworden? Darum wird es heute in dem Video gehen. Ich werde euch von A bis Z einmal alles zeigen, was es halt eben braucht, um das Drechseleisen hier herzustellen. Für die Griffstücke werde ich Eichenholz benutzen und das müssen wir jetzt als erstes mal auf die entsprechende Größe zuschneiden. Relativ offensichtlich, hier steht eine neue Maschine und zwar ist das eine Formatkreissäge. Darüber wird es auch bald noch ein Video geben, in dem ich halt einfach das ganze Teil mal vorstelle und da zeige ich auch direkt, was ich alles machen musste, damit die halt auch eben wieder richtig funktioniert. Ganz am Anfang vom Video habt ihr es vielleicht gesehen, ihr könnt meine Videos jetzt eine Woche früher anschauen. Das Ganze ist kostenlos und dafür müsst ihr einfach unten den ersten Link in der Videobeschreibung anklicken. Da gelangt ihr halt eben zu der neuen Plattform, wo meine Videos ab sofort eine Woche früher hochgeladen werden. Auf WatchBetter ist das Fließbandprojekt nämlich jetzt schon online, wenn dieses Video hier halt eben online ist.
Das sollte sich jetzt schon mal vorbereitet für die späteren Drechselarbeiten. Bevor wir aber weitermachen können, müssen wir uns erstmal um die Hülsen kümmern, damit halt oben der Griff nicht auseinanderbricht, wenn wir später das Eisen eintreiben. Also werden wir damit an die Drehbank gehen und da einige Teile abstechen und natürlich noch entsprechend nachbearbeiten. Dieser Schritt hier liegt mir persönlich so ein bisschen am Herzen. Ich meine damit nicht das Schleifen, sondern die komplette Auswahl von Material bis zur Bearbeitung, bis das Ganze halt eben fertig ist. Denn die Kombination zwischen dieser Hülse und dem späteren Griff wird ziemlich cool aussehen, wie ich halt eben finde. Nach dem Abstechen sind diese Hülsen natürlich noch nicht brauchbar. Die müssen noch ein bisschen nachbearbeitet werden. Und zwar muss ich jetzt an beide Seiten jeweils eine Faser dran drehen, damit das halt eben später nicht scharfkantig ist. Und das mache ich einfach bei jedem Teil, spanne es immer wieder ein und drehe da eine Faser dran und plane einmal die Stirnseite. Das ist hier leider ein bisschen schwierig zu filmen, weil man da nicht so gut mit der Kamera hinkommt. Aber ich gebe mal mein Bestes. Ich hoffe, dass die Drechseleisen bei euch wirklich gut ankommen, denn sie sind halt einfach richtig, richtig gut. Ihr werdet gut mit Drechseln können und mir persönlich macht der Prozess des Herstellens auch einfach super viel Spaß. Jetzt sind wir auch schon an dem Schritt angekommen, wo ich die Griffe einmal bohre. Das Ganze mache ich mittlerweile sehr, sehr gerne an der Drechselbank, weil es sehr genau ist und weil es halt einfach ziemlich effizient funktioniert. Als nächstes geht es zu den Griffen. Ich werde alle Griffe hier an dieser Maschine selbst drechseln. Das bedeutet, das sind alles Griffe, die ich gedrechselt habe. Ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass das halt eben nicht ein Griff von der Stange ist, sondern dass ich den halt, wie gesagt, einfach hier in der Werkstatt auch gemacht habe, ohne dass ich es auch zugekauft habe. Also, ich muss die ganzen Griffe drechseln. Dafür werde ich mir hier jetzt einen Aufnahmebolzen drehen. Da habe ich mal alles angefangen. Und bei so einer Stückzahl lohnt sich das halt auch eben. Ich habe die Maschine hier und deswegen stecke ich da jetzt die halbe Stunde rein, um mal hier so einen Bolzen zu drehen, damit ich die Teile hoffentlich, deswegen Version 1.0, dass ich hoffentlich die Teile einfach aufspannen kann, fertig bearbeiten kann und das Ganze schön zentrisch und halt einfach gut funktioniert. Das ist jetzt mal so der Plan. Also geht es jetzt wieder an die Drehbank, um hier diese Schraube, die ehemalige Schraube, ein bisschen vorzubereiten, dass ich damit hoffentlich optimal die Teile aufspannen kann. Glück habe ich diesen Bolzen Version 1.0 genannt, denn tatsächlich habe ich gar nichts damit hergestellt, sondern direkt einen besseren zweiten hergestellt und den zeige ich euch jetzt an der Drechselbank und da werden wir jetzt auch mal den ersten Griff drechseln, beziehungsweise nicht den ersten, sondern ich glaube den fünften. So sieht er in etwa aus, eine bessere Aufnahme, besseres Material, bessere Durchmesser, einfach besser. Wir werden jetzt damit mal einen Griff herstellen. So, als erstes brauchen wir natürlich mal ein Stück Holz. Dafür starten wir die Drechselbank, um das Ganze aufzuspannen. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Schritte angeeignet, damit ich das Ganze relativ effizient herstellen kann. Wie das Ganze aussieht, wenn man es drechselt, werde ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten. Hier meine vorbereitete Hülse. Da werde ich mich jeden Griff an die entsprechende Hülse natürlich auch anpassen. Als erstes kontrolliere ich den Durchmesser. Der ist 1 mm jetzt noch größer. Das Werkzeug, was ich hier gerade benutze, ist auch im Prinzip das Werkzeug, was wir heute auch herstellen. Das nur so als Information mal am Rande. Hier seht ihr einfach so ein paar Schritte, die ich halt mit dem Werkzeug ganz einfach umsetzen kann. Und so seht ihr auch gerade so ein bisschen, was man halt eben mit dem Werkzeug tun kann. Damit unsere Hülse hier vorne einigermaßen presst, messe ich das jetzt noch einmal ganz genau nach.
Das passt ziemlich gut. Und jetzt muss ich das hier vorne noch ein bisschen anpassen, damit wir hier keine Probleme beim Auftreiben haben. So, der Griff ist gedrechselt und als nächstes können wir natürlich die Hülse einmal eintreiben. Hier seht ihr gleich noch so ein bisschen Nachbearbeitung, die halt eben auch bei vielen Griffen einfach mal anfällt. Damit die Griffe aber auch schön werden, mache ich das natürlich. Und jetzt habt ihr gesehen, wie es aussieht, wenn ich einen Griff von Hand selbst drechsel. Ihr habt außerdem ja gerade noch gesehen, dass es ein bisschen Arbeit bedarf, dass man die Hülse vorne noch entsprechend anpasst. Aber die ist jetzt soweit angepasst und das Ganze sieht wirklich schick aus. Und die Griffe sind auch vor allen Dingen alle ziemlich gleich. Wenn man ein Drechseleisen sich bei mir halt eben bestellt, dann wird man da keinen Unterschied feststellen. Wenn man sie jetzt natürlich direkt nebeneinander legt, dann wird man vielleicht sehen, okay, das eine Teil ist vielleicht 5 mm länger. Aber ich denke, das macht es auch so ein bisschen aus, dass halt eben alles wirklich komplette Handarbeit ist und nicht von einer Kopiervorrichtung oder einer CNC-Drechselbank halt eben gedrechselt wird. Das sind alles Griffe, die ich halt eben drechsel. Ihr werdet aber wahrscheinlich außerdem feststellen können, dass hier diese Griffe natürlich jetzt ein bisschen dunkler sind als der, den wir gerade hergestellt haben. Das liegt daran, dass ich halt eben mit dieser einfachen Eichenholzoptik nicht zufrieden war. Ich wollte das Ganze ein bisschen peppen und deswegen räuchere ich alle Griffe noch einmal, damit sie halt eben eine Schippe dunkler werden. Die werden auch später, wenn das Finish drauf kommt, noch ein bisschen dunkler. Aber das ist jetzt ein Zwischenschritt, den will ich nur kurz erwähnen, denn das ist im Prinzip einfach eine Kiste. Da legt man die Teile rein, man muss eine entsprechende Zeit warten, je nachdem wie aufgebraucht die Lösung ist, also der Ammoniak. Und dann wird das Ganze halt eben so dunkel. Also, wir haben den Griff hergestellt und davon muss ich jetzt noch 2 Stück machen, damit wir halt eben 10 Stück haben. Das heißt, die werde ich jetzt einfach im Schnellzeitraffer erstmal drechseln. Die Holzgriffe sind jetzt schon mal fertig gedrechselt und auch fertig behandelt. Ganz fertig sind die natürlich auch noch nicht, aber was wir damit gleich machen werden, seht ihr natürlich gleich. Jetzt kümmern wir uns mal um die Eisen, also mit dem ihr quasi später auch drechseln werdet. Die muss ich ein bisschen vorbereiten, damit die auch ideal in die Holzgriffe reinpassen und das mache ich hier in meinem Kantenschleifer. Und zwar gefällt mir persönlich die Oberfläche nicht gut genug, deswegen werde ich die jetzt noch einmal blank schleifen und hinten das Ganze ein bisschen anspitzen, damit die halt eben später eingetrieben werden können. Weil ich es am Kantenschleifer mache und der normal für Holz ist, werde ich natürlich die Absauganlage nicht einschalten, damit es hier kein böses Überraschen gibt. Danach kann ich die Eisen zunächst ein wenig in den Griff eintreiben. Dann geht es rüber zur Säulenbohrmaschine, wo das Ganze dann wirklich noch schlussendlich eingepresst wird. Und das wäre vielleicht auch eine coole Maschine, die man selbst bauen könnte, um diesen Prozess ein bisschen zu verbessern. Aber das wäre natürlich nur möglich, wie gesagt, wenn die Drechseleisen gut genug bei euch ankommen. Ich weiß nicht mehr, wann im Video ich es angesprochen habe, aber die ersten 10 Stück werden von 1 bis 10 durchnummeriert werden. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen für die ersten 10, die sich halt eben das Drechseleisen bestellen, welches es dann halt eben ist. Das mache ich jetzt hier an dem Laser und da werde ich jetzt einfach jedes Teil einmal einlegen, mit der entsprechenden Nummer halt das ganze Programm einstellen und das Ganze lasern wir jetzt. So, das Ganze können wir einmal rausnehmen. Das war nämlich die Nummer 5 und jetzt kommen wir zur Nummer 6. Kann sie entsprechend reinlegen. Das ist die Nummer 6 und jetzt kommen wir zu Nummer 7. Hier sehen wir schon die ersten 6 Stück liegen. Sind richtig schön geworden. Vor allem fühlen sie sich halt eben einfach richtig schön in der Hand an.
So Leute, die Drechseleisen sind offiziell fertig. 10 Stück an der Zahl, die ich hier in der Werkstatt hergestellt habe. Und jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie das ausgesehen hat und was es alles gebraucht hat, damit man das halt eben hier so umsetzen kann. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, was kann man jetzt mit dem Drechseleisen machen? Generell werde ich es jetzt in dem Video hier nicht mehr zeigen, weil das den Rahmen wahrscheinlich sprengen würde. Aber ihr habt gesehen, als ich das Drechseleisen gedrechselt habe, dass ich vorne diesen Sitz genau mit diesem Drechseleisen auch hergestellt habe. Ich habe auch immer wieder an meinem originalen Muster genommen und habe das Ganze demnach dann noch hinten abgestochen. Ich habe da nicht das Abstechwerkzeug benutzt, einfach aus dem Grund, weil ich dieses große Werkzeug da nicht gebraucht habe. Bei vielen Dingen ist es ja so, dass wir einen kleinen Absatz drechseln müssen und da ist dann so ein kleines Werkzeug viel handlicher. Man kann es viel besser unterbringen in der Werkzeugschublade und man kann es halt eben viel, viel einfacher nachschleifen. Für die Schabe habe ich immer einen Schleifteller entsprechend eingestellt. Das bedeutet, ich kann einfach mit dem Werkzeug an den Doppelschleifer gehen, kann das Ganze nachschleifen und kann direkt weiter drechseln. Wie gesagt, oftmals braucht man so ein großes Werkzeug nicht und genauso ist es auch bei hier diesem Werkzeug. Müsst ihr vielleicht einen Rezess ein bisschen feiner ausstechen, wenn ihr einen außenliegenden Rezess oder einen innenliegenden Rezess andrechselt, dann könnt ihr das damit auch wirklich sehr, sehr gut machen. Vor allem im Stirnholz ist so ein Schaber einfach Gold wert. Ich wollte so ein kleines Special draus machen, deswegen sind die ersten 10 Stück halt eben einfach graviert. Ihr könnt unten jetzt auf den Link klicken, da gelangt ihr zu unserer Website und könnt euch halt eben so ein Drechseleisen bestellen. Wahrscheinlich wird es danach wieder welche geben, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber die werden dann halt eben nicht mehr graviert sein und gerade für einen Anfang ist das hier, denke ich, eine coole Aktion. Also die werden natürlich mit Konterholz graviert sein, aber die werden nicht mehr nummeriert sein. So viel an der Stelle. Also, ihr habt gesehen, wie man das Drechseleisen herstellt, was alles dazugehört, wie ich es halt eben herstelle und genau. Und denjenigen, die sich halt eben dazu entscheiden, sich so ein Drechseleisen zu holen, wünsche ich jetzt mal schon mal ganz viel Spaß damit. Und genau, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch allen einen ganz tollen Tag. Ciao.